Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Super Mario Galaxy. Ja, es geht weiter in meinem munteren, locker flockigen Let's Play zu diesem tollen Nintendo Wii-Titel und mit größter Begeisterung, naja, nicht größter Begeisterung, aber mit großer Begeisterung zumindest, muss ich jetzt hier unbedingt weiterspielen, bevor jetzt irgendwelche Fragen oder sonst was zu dem Thema aufkommen. Ich werde in diesem Video jetzt irgendwie nicht auf irgendwelche Kommentare oder dergleichen eingehen, weil es sind noch gar keine da. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze bei euch ankommt oder nicht, aber ich muss jetzt unbedingt weitermachen. Da könnte ich hin, ne? Gehen wir doch einfach mal dahin, mal sehen, was das ist. Ich muss jetzt einfach weitermachen, weil irgendwie lässt mich das Spiel gerade nicht los. Und das ist ja irgendwie eine gute Sache. Testsurfen. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber fliegen wir mal dahin. Also die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, das waren ja 2 Stunden, die ich am Stück aufgenommen habe, ungefähr. Das liegt jetzt 2 Stunden vielleicht zurück, ungefähr. Ich weiß nicht, vielleicht auch nur 1 Stunde. Lass uns surfen. Okay. Und logischerweise habe ich noch kein Video hochgeladen. Ich habe es aber schon alle bearbeitet. Und ja, ich muss jetzt einfach weiterspielen, weil ich habe Lust drauf. Okay, das ist ein Rochen oder sowas. Das hat mal ein bisschen wie ein Rochen ausgesehen. Und hier stehen Pinguine. Was wollt ihr mir denn sagen? Sprechen. Hier surfen wir auf Rochen. Man nennt uns Rochenreiter. Ja. Kann ich auf die rumspringen? Ja, kann ich. Schöne Sache. Ich stehe drauf. Kann ich die Palme schütteln? Nicht wirklich. Okay, ich nehme an, du hast auch nichts Sinnvolles zu sagen, ne? Hi, wir sind aus dem Pinguinparadies hervorgekommen. Das Pinguinparadies, so. Ups, entschuldige. Rochenreiten ist gar nicht so einfach, also hör gut zu, was der Lehrer zu sagen hat. Ich nehme an, der Lehrer ist der Große da, aber egal, sprechen wir noch mit dir. Die Rochen heißen Surfrochen. Süß, oder? Naja, wenn du das sagst. Oh, 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 oh. Ja, tanzt, ihr Pinguine. Tanzt, wie ihr noch nie zuvor in eurem Leben getanzt habt. Okay, dann sprechen wir doch mal mit dem Surflehrer. Hi, willst du auch surfen? Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Dann erklär mal. Also, pass auf. Richte deine Wii-Fernbedienung auf den Fernseher. Ja, hab ich doch. Und jetzt? Genau das ist die Grundstellung. Um dich nach links zu beugen, dreh die Fernbedienung von der Grundstellung aus gesehen nach links. Okay, und für nach rechts natürlich nach rechts. Achso, das muss ich jetzt auch noch machen, weil sonst geht's nicht weiter. Genau! So beugst du dich nach links, wer hätte das erwartet. Um dich umgekehrt nach rechts zu beugen, dreh die Wii-Fernbedienung nach rechts. Ja, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt dreh mal eine Runde auf dem Kurs. Okay. Muss ich hier irgendwas Bestimmtes erreichen oder so? Ich kann A einfach gedrückt halten, sagt das doch. Okay, es gibt jede Menge Münzen hier. Bewegungssteuerung, oh mein Gott, ich bin unfähig. Aber ich habe auch das Recht, unfähig zu sein. Okay. Ja, das war ja grandios. Und jetzt? Bestzeit 1 Minute 30. Muss ich zwischen den Fahnen durchfahren? Achso, die Fahnen sind ganz außen aufgestellt. Also muss ich zwangsläufig zwischen den Fahnen durchfahren. Ja, mit meinem langjährigen haha, Mario Kart Wii-Erfahrung dürfte das ja dann kein Problem sein. Nee, Quatsch. Also mal abgesehen davon, dass meine Mario Kart Wii-Erfahrungen nicht langjährig sind, sondern sich eher auf Tage beziehen. Verdammt! Verliere ich jetzt ein Leben? Wie schade. Ja, ich verliere dadurch ein Leben. Gut zu wissen. Und ich habe nur 5 Leben. Das finde ich unfair, weil ich hatte vorher 15 Leben oder so. So ein Skandal. Also ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, langjährige Mario Kart Wii-Erfahrungen, die gibt's nicht. Und mal abgesehen davon fahre ich bei Mario Kart Wii auch nicht mit Bewegungssteuerung, sondern mit Remote und Nunchuck. Was ich zwar jetzt hier auch in der Hand habe, bringt mir aber nichts, wenn ich die Fernbedienung neigen muss, um Kurven zu fahren. Und das finde ich irgendwie ziemlich kacke. Wow. Das Leben hätte ich schon einsammeln müssen, ne? Weil dann wäre es egal, wie oft ich hier irgendwo runterfalle. Solange ich immer wieder das Leben am Anfang einsammle, kann ich kein Leben verlieren. Weil, ja, das kriege ich ja dann immer wieder sofort zurück. Oh, Rochen, flieg. Nein, flieg nicht runter. Okay. 1:30 ist die Bestzeit. Wie lang ist dieser Kurs? Weil irgendwie habe ich schon die Hälfte der Zeit verbraten und... Wow.
und habe keine Ahnung, ob es noch weit ist zum Ziel, aber es sieht so aus, als wäre es noch weit zum Ziel. Und ja. Ich nehme an, wenn man das hier ein paar Mal übt, dann kann man das auch einigermaßen, aber ich bin kein Freund von dieser Neige die Wii-Fernbedienungssteuerung. Das gefällt mir so oder so nicht. Okay, ich habe die Rekordzeit gerade um eine halbe Minute unterboten. Dann kann es doch schwer nicht sein. 1-1-18. Hervorragend. Du hast dich so angestrengt, das verdient eine Goldmedaille. Oder ein Goldstern? Ja, gut, der tut's dann auch für einen Moment. Ja, lass das Ding auch mal los, Mensch. Schön, ein Siegertreppchen für drei Leute und das, obwohl ich allein teilgenommen habe. Aber wenigstens konnte ich dann problemlos den ersten Platz belegen. Ha, ha, ha. Ich nehme an, ich kann die Welt wahrscheinlich wieder betreten oder so und dann ein Wettrennen gegen die Pinguine machen oder so. Also erstmal gegen die Kleinen wahrscheinlich und dann ein Rennen gegen den Großen oder irgend so ein Quatsch. Ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so danach, weil sowas gestaltet sich meistens recht schwierig, vor allem mit der Steuerung. Aber egal, lass uns surfen. Dieser Kurs ist abgeschlossen. Gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Schon wieder. Wow. Dann hätte ich ja alle Galaxien hier in diesem Bereich. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Naja, was sollen sie sonst mit der Kraft des Sterns machen? Ich meine, hallo? Sie haben das Pilzkönigreich angegriffen und Prinzessin Peach entführt und machen lauter Unfug. Also, hallo? Also, gibt's hier jetzt noch was? Nee, da ist nur ein Stern angezeigt, also gibt's wohl nur den einen. Das hier ist das Äußerste. Es wurde eine neue Galaxie entdeckt, ja. Und da hinten haben wir noch eine unbekannte Galaxie, die wir uns erstmal ansehen wollen. Umdrehbodengalaxie. Oh, mir schwant. Übles. Ganz, ganz übles. Wenn es irgendwas gibt, wo ich ganz furchtbar schlechte Karten habe, dann ist das ein gutes Timing. Und färbt die Umdrehblöcke gelb ein. Ja, ich befürchte, dass das hier eine ziemliche Timing-Geschichte wird. Nicht, weil ich das Level kenne oder so, aber ja, ich gucke mir ja doch ganz gerne die Videos vom guten Herringway an und der spielt ja unter anderem Super Mario 3D Land und da gibt's auch solche Dinger, wo sich dann aber die Platten irgendwie bewegen. Okay, ich soll das jetzt also färben. Kann ich dir irgendwas machen da hinten? Nee, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worauf das hier rausläuft, aber das war nicht gut. Okay, das bringt mir also gar nichts, das Ding anzugreifen. Oh. Ich hab Panik. Ja, ja. Wunderbar, wunderbar. Also wenn ich jetzt ein bisschen schweigsam werde in dem Level, dann hat das einen guten Grund. Ja, das, was ich hier gemacht habe, ist nämlich schon total dämlich. Und ich bin halb tot. Ja, weil ich muss jetzt die ganzen Blöcke, die ich jetzt schon gefärbt hatte, nochmal neu färben, damit das hier was werden kann. Und wie ich das hier machen soll, wie ich das sinnvoll machen soll, ist mir auch ein Rätsel. Okay, vielleicht so, auf dem Weg. Meine Lebensenergie wurde wieder aufgefüllt, das ist nicht verkehrt. Das hätte ins Auge gehen können. Hätte ins Auge gehen müssen eigentlich. Au, okay, dafür stelle ich mich hier besonders clever an. Naja. Schön, schön, schön. Es hat ja doch irgendwie geklappt. Ich hab's irgendwie geschafft. Jetzt nur nicht draufgehen und dann ist die Sache hier gegessen. Okay, der macht nichts mehr. Schön, schön. Oh, interessanter Hintergrund. Das fällt mir gerade auf. Also, wunderbar. Im Hintergrund konnte man irgendwie Levelteile aus Super Mario Bros. Für das NES sehen. Sehr stylisch, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, dieser Kurs wird mir noch ernsthafte Schwierigkeiten bescheren. Färbt die Umdrehböden gelb ein. Auch dieser Stern problemlos erhalten. Mehr oder weniger problemlos, okay. Speichern wir das auch gleich mal wieder ab. Ja, also aus dem Speichern kommt man ja hier nicht mehr raus aus dem bei dem Spiel. Und ja, dann geht's eben weiter. Wo ist das Ding hier? Umdrehboden. Da gibt's ja nur einen Stern. Oh, naja. Dann habe ich ja alles abgeschlossen. Na dann wollen wir uns das doch mal ansehen. Was haben wir denn da? Bowser Juniors Fabrik. Bowser Junior spielt hier also in dem Spiel auch eine Rolle. Kann ich irgendwie die Galaxie drehen? Ah, gut. Nein, das will ich doch. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich bin so doof. Ich bin so unglaublich doof. Aber vielleicht kann man da irgendwie mit Start Select oder so den Kurs verlassen. Du musst nur, es gibt keinen Select-Knopf auf der Fernbedienung. Ah, ich kann auch hier zurück. Gut, das ist gut. Das ist okay. Jetzt komme ich wieder hier in die Sternwarte raus. Na toll. Ja, ihr mich auch. Ich will hierher. Bowser Juniors Fabrik. Genau dorthin fliegen. Und das wird dann wohl der erste
Boss, der erste richtige Boss in diesem Spiel werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber erstmal müssen wir natürlich zu dem hinkommen. Und da steht, der dreibeinige Riese. Ein dreibeiniger Riese. Ich frag mich, was das sein könnte. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Ach, das ist dieser dreibeinige Riese, eine riesige Maschine, die fast so, die eigentlich größer ist als der Planet, auf dem sie ist und die sich nur mit ihren drei Beinen da irgendwie festhält. Da ist ein Stern eingesperrt, für den freizukriegen muss ich irgendwas machen. Was sind das? Mecha-Gumbas mit Helm? Ups. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht in das Loch werfen, aber okay. Wie tötet man euch? Muss ich auf mich draufspringen, wenn ihr am Rücken liegt? Ja, okay. Gut, dass man mir das sagt. Oh, Kugelwilli. Den habe ich aber elegant abgelenkt. Also das war jetzt tatsächlich beabsichtigt, auch wenn es vielleicht nicht so ausgesehen hat. Ich hatte gehofft, dass der Kugelwilli kaputt geht, wenn er gegen den Gumba fliegt. Und dass der Gumba dann auch noch mit drauf geht, das war dann eben ein netter Bonus. Zack, der ist auch weg. Und irgendwie hat das jetzt alles nichts gebracht. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Was mache ich nur mit diesem Kugelwilli? Vielleicht kann ich den auch irgendwie auf die Käfige lenken und dann passiert irgendwas. Wäre natürlich ein Versuch wert. Gib mir mal so ein Vieh. Ja. Kommst du? Ja, du kommst. Das ist schön. Dann flieg mal hier gegen. Och, das funktioniert ja. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, auch wenn man keinen hat. Okay, wo ist jetzt dieses Dingskirchen? Ach, da oben ist sie gar noch gut. Schieß! Denn ich brauche Munition. Also das ist auch eigentlich auch mal eine clevere Idee, das so zu nutzen. Ich meine, irgendwie muss man die Käfige ja aufkriegen und dass man dafür die Kanone, also den Bullet Bill Schießer da, das Ding hier hinten eben benutzt, das ist eigentlich gut. Also das ist mal eine Idee, die irgendwie anders ist. Das ist nicht immer das Gleiche. Also nicht Schlüssel suchen oder so ein Kack. Okay, das Leben holen wir uns auch noch mit, wenn wir schon dabei sind. Wow! Verdammt, ich hätte nicht erwartet, dass da noch einer kommt. Und ich glaube, das war auch schon alles, was man hier finden kann. Also machen wir mal einen Abflug auf den nächsten Planeten. Mal sehen, was uns da erwartet. Oh, es sieht so aus, als kämen wir schon zum Boss. Das ist interessant. Und das ist schlecht. Es hätte nämlich bestimmt eine Lebensverlängerung dort hinten noch gegeben, wo die Bullet Bills waren. Und ich komme jetzt hierher mit nur zwei Energiestreifen. Du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein! Zeig ihm die Macht des großen Sterns! Ja, für mich brauchst du also keine Hilfe von Papi. Schön für dich, aber du kämpfst ja nicht mal gegen mich. Du lässt mich lieber gegen irgendeinen blöden Roboter antreten. Oh Mann, das Ding ist groß. Ohne jeden Zweifel. Es sind Pfeile drauf, man kann also wahrscheinlich irgendwie drauf rumlaufen. Die Frage ist nur, wie kommt man erstmal drauf? Der Planet scheint mir... Ah, ich kann auf seine Beine. Oh, das war nicht gut. Ja. Oh, und ein Bullet Bill direkt hinter mir. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und was mache ich jetzt mit dem Ding? Also, ich bin gerade von dem Bosskampf, bin ich extrem fasziniert. Das ist mal eine coole Sache. Oh, Bullet Bill schon wieder. Aber die brauche ich, um hier reinzukommen. Ich brauche einen Bullet Bill, Leute. Ja. Oh, ich kann da nicht durchlaufen. Und Alarm geht los. Das war ja irgendwie klar, dass jetzt irgendwas passieren muss. Und ein neuer Zaun wird aufgebaut. Ich kann auch nicht da reinspringen, so wie es aussieht. Aber ich kann jede Menge von diesen kleinen Sternfragmenten hier einsammeln, die mir vielleicht irgendwie weiterhelfen sollen. Ich weiß nicht. Ich könnte hier rein, aber die Frage ist, was bringt's mir? Also im Moment macht es nicht den Eindruck, als würde es mir was bringen. Oh, ich kann schön da draufstehen. Das ist toll. Okay, also ich muss irgendwie diesen Zaun mit einem Bullet Bill einreißen, hoffen, dass da nicht schon wieder ein neuer kommt und dann die Kuppel einreißen. Ja, da kommen ein paar Bullet Bills. Oder auch nicht. Wow. Ja, und gegen das Gitter bitte. Danke, Kamerad. Also je mehr man von dem Gitter einreißt, desto leichter hält man es hier natürlich, aber das Gitter dreht sich auch noch. Ich weiß nicht, wenn ich das ganze Gitter kaputt mache, dann wird er wahrscheinlich Neues machen, fürchte ich. Ich sollte mich nach Möglichkeit nicht mehr treffen lassen. Nur ist das irgendwie viel einfacher gesagt als getan. Das ist jetzt wirklich ein bisschen spannend. Kann ich es schaffen? Bin ich diesem komischen
Turm überlegen. Oh, du bleibst mir bis auf eine Pelle. Oder fliegst einfach hier gegen das Gitter, das ist okay. Gut, da habe ich schon mal eine recht große Lücke. Jetzt muss ich gucken, dass ich in der Nähe der Lücke bleibe. Ach, da wird schon wieder aufgebaut. Das ist ja toll. Das ist jetzt doof. Aber egal, vielleicht kann ich in die Lücke reinlocken und dann ist alles wieder in Butter. Wo ist die Lücke? Die Lücke ist weg. Skandal. Was mache ich jetzt? Ich nehme erstmal ein bisschen Abstand. Au, verdammt. So war das nicht gedacht. Ja, also ich glaube, hier werde ich jetzt gleich mal ein Leben lassen, aber nur, weil ich zu dumm bin oder so. Ärgernis, Ärgernis. Aber okay, das ist der erste richtige Boss im Spiel. Da kann man auch ruhig mal failen. Also, ich meine, hallo, es ist ja alles blind und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache und hoffe eigentlich nur, dass ich das irgendwie überlebe. Verdammt, jetzt machen die schon wieder dicht hier. Das ist aber auch ärgerlich. So, schick mir einen Bulbil. Ja. Und rein da. Warum kommt da keiner? Ihr Schweine. Ich brauche doch Munition, damit ich da rein kann. Jetzt vielleicht? Nee, der ist wieder irgendwo dran zerschellt. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Gut, folge mir unauffällig und flieg dagegen. Gut. Gut, der hat mich gesehen. Oh, verdammt, da kam noch einer von vorne. Und das war schlecht. Also jetzt langsam mache ich mir echt Sorgen. Also, klar, ich denke, ich gehe sowieso drauf hier, aber vielleicht auch nicht. Ich hätte gedacht, ich muss das Ding mehrmals treffen, aber scheinbar reicht ein Treffer. Auf jeden Fall kann ich sagen, extrem gute Idee für einen Boss, finde ich. Also wirklich kreativ, nicht draufhüpfen oder verprügeln oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Waffen, die der Gegner besitzt, gegen ihn einsetzen, finde ich toll. Schön, wenn Programmierer doch noch gelegentlich eine kreative neue Idee haben. Und das war jetzt schon fordernd, muss ich sagen. Also gut, wenn man sich vorher eine Lebensverlängerung geholt hätte, die es bestimmt auch auf dem kleinen Planeten gab, dann wäre es schon mal ein Stück leichter gewesen. Wenn man sich dann nicht so dumm anstellt wie ich, dann wäre es nochmal ein Stück leichter gewesen, aber egal, ich hab's geschafft. Ich hab diesen Stern redlich verdient und damit können wir jetzt unser Raumschiff noch ein bisschen mehr anheizen. Ja, genau, macht die Kugel mal noch ein Stück größer. Das war jetzt nicht der grandiose Unterschied, würde ich sagen, aber okay. Und damit wäre diese Galaxie abgeschlossen. Diese Sternwarte ist komplett erledigt. Und da hätten wir die nächste Sternwarte, die wir jetzt nur noch, die wir jetzt wohl neu erreichen können. Bowser Juniors Roboterfabrik, der dreibeinige Riese. Ja, der wäre dann auch abgeschlossen, Galaxie komplett. Und wir kriegen noch irgendwie eine Punktzahl für 5 Münzen. Toll, wuhu.